Ja, Peter, erstmal Entschuldigung, kannst mit mir unten dann was trinken? Ist mal peinlich, aber das werde ich nachholen. Ja, mein Kollege hat es gesagt, ich habe auch zu meinen Jungs gesagt, Kopf hoch. Man hat keinen Unterschied gesehen. Die Jungs haben selbst gesagt, der Unterschied war dann, dass wir in Wiesbaden das Tor gemacht hat. Dann, und die Chance, die sie hatten, die haben sie da genutzt. Zuvor hatten es Carsten Null da nochmal super im Spiel gehalten. Aber der zweite Ball war dann drin gewesen. Ich denke, wie mein Kollege auch schon gesagt hat, es war ein Spiel, wo wir gewusst haben, wir müssen kompakt spielen, so ein Gegner. Wenn die Räume haben, dann sind sie gefährlich. Und das haben wir ganz gut gemacht. Und dann ein ganz großes Lob an die Mannschaft für die taktische Disziplin. Schade, dass wir den einen oder anderen Konter nicht besser setzen konnten. Ja, und wie Peter auch schon sagte, das habe ich auch in der Halbzeitpause gesagt. Ja, wenn wir 1-0 gewinnen, ist das auch okay. Das wird ein 1-0-Spiel werden. Und so ist es leider gekommen. Und natürlich leider aus unserer Sicht. Aber was wichtig ist, dass die Jungs einen Kopf frei bekommen eben jetzt und sich gut wieder regenerieren. Wir haben noch 2 Ligaspiele und dann eben die 2 Highlight-Spiele. Wo ich ein bisschen enttäuscht war, ja, man sagt, hier ist eine Euphorie, dann sind heute Abend nur 1600 Zuschauer. Aber ein ganz großes Lob wieder der Nordkurve. Ja, die waren wieder wie ein 12. Mann hinter uns gestanden, die Osttribüne haben sie angesteckt. Und da fehlt mir einfach so das gewisse Etwas. Ja, ich wünsche mir vielleicht auch, dass wir mal so einen Stadionsprecher aufs Feld bekommen, dass man da vorm Spiel schon so Euphorie, eine Stimmung entfachen kann, dass man Leute hat, die mit Herzblut bei der Sache sind. Und ich brauche fleißige Leute in meinem Umfeld. Ja. Und da habe ich einem schon vorher die Ansage gemacht, ja, unserem Hausmeister hier, aber da möchte ich nicht mehr dazu sagen. Euch später alles Gute fürs Finale und ja, ich hoffe auch, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen und wie gesagt, alles Gute, Dankeschön.